Jedem sein Eiland. Mit redlicher Arbeit und dank eurer großen Geschäftstüchtigkeit habt ihr bald die nötigen Güter erwirtschaftet und begeisterte Freiwillige um euch geschart, die eure Abenteuerlust voll und ganz teilen. Komme, was wolle, gemeinsam mit den drei wagemutigsten Männern setzt ihr nun die kühne Mission eurer vorangegangenen Reise fort. Weit ab von jeglich bekannter Handelsroute entdeckt ihr eine Inselwelt, in der ihr trotz ihrer entlegenen Lage aufgrund ihrer reichen Erde und attraktiven Bodenschätze gefallen findet. Da euch keine Herausforderung groß genug scheint, beschließt ihr für jeden eurer drei Gefährten auf einer der Inseln eine Stadt zu errichten, in der sich jeweils mindestens 5 Grad tummeln können. Was? Unter welcher Flagge wollt ihr segeln? Ach so, okay, ich verstehe. Ich hab das gerade so verstanden, dass ich dafür sorgen muss, dass die alle. Oh, das ist aber echt schön. Ich fange mit der hier an. Das werden wir heute nicht mehr fertigstellen können. Hier wächst wahrscheinlich alles drauf. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Oh, guck mal, wie viel Werkzeug wir ausnahmsweise mal haben. Finde ich gut. Wahrscheinlich haben wir diesmal keinen... würde mich nicht wundern, wenn wir keinen freien Händler haben diesmal. So. Und sobald wir das haben, hole ich mir natürlich gleich noch das Stück Land hier. Und hol mir noch mehr Holz. Habe ich hier eigentlich Eisen drauf? Nö, habe ich nicht. Ich bin... toll. Ich hätte vielleicht mal Eisen suchen sollen als erstes. Ich glaube, das wäre wirklich das Wichtigste gewesen. Mit ein bisschen Glück gibt es ja auch keine Piraten. Das wäre natürlich das Beste. Aber ich kann ja nur hoffen. Ich kann es nicht wissen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel hat reiche Eisenerzvorkommen. Oh. Merken wir uns? Sind auch gut erreichbar. Vermutlich ist das die einzige Goldinsel. Was anderes gibt es da drauf eigentlich auch gar nicht. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Drei Inseln mit 500 Aristokraten. Ist eigentlich wirklich nicht schwer. Ich meine, wir haben schon ganz andere Sachen versorgt, wie wir uns auch erinnern können. Auf der einen Insel 15.000 Aristokraten. Das werde ich nachstellen. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Es gibt nur... Ich glaube, das ist... In diesem Fall wird das eine endlose Eisenerzquelle sein, bin ich mir ziemlich sicher. Ich mache hier mal den Einkauf von Werkzeug an. Ich weiß nicht, ob wir welches kriegen werden. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ja, es gibt nur einmal Eisenerz. Und das werden wir uns wahrscheinlich holen müssen. Und gucken wir mal, dass wir jetzt... hier anfangen, ein schönes, beschauliches Eiland zu errichten. Warum nennt man das eigentlich Eiland? Holiday Island. Habe ich auch noch hier. Auch ein relativ altes Spiel. Okay, da bin ich schon mal dran, das ist gut.
So, ich könnte ja eigentlich noch hier ein bisschen mehr Holz holen. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich mit meinem Werkzeug hier sehr sparsam umgehen muss. Dann erstmal, dass ich hier die erste Nahrung sammeln kann. Oh, passt auch schön hier dran. Muss auch keine Angst haben, wenn dann später die großen Kriegsschiffe hier vorbeifahren. Wenn ich schon alles bauen könnte, wäre super. So, hier werden wir dann auch noch ein paar Häuser davor setzen. Ich hätte gleich ein Stück weiter unten bauen sollen, aber ist egal. Ist doch egal jetzt. Jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Ich kann auch nicht mehr rückgängig machen, dass ich den Speicherstand überschrieben habe. Ich bin mein scheiß Safe States. Es hätte mir eigentlich gleich auffallen müssen, dass es nicht die richtige Karte ist. Es wurmt mich. Es tut mir leid, es wurmt mich einfach wirklich, weil das so unnötig sinnlos war. Ich werde es nicht hundertprozentig nachstellen können, aber so ungefähr 15.000 auf der einen Insel werde ich wieder hinkriegen. Viele Versorgungssachen werde ich wieder bauen und dann schauen wir weiter. ...40 Leute sollten eigentlich von der Fischhütte ernährt werden können. Gönnen wir uns langsam mal ein bisschen was. Okay, das passt schon mal. Dann dürfen sie sich gerne ausbauen. Ich glaube, hier gibt es wirklich keine freien Händler. Ich muss auf jeden Fall... Ich hätte ja zum Beispiel bloß eine Schaffarm gebraucht. Es kann gut sein, dass ich mir... hätte mehr einsparen müssen an Werkzeug. Nahrung steigt noch, das ist okay. Ich glaube, ich brauche so um die 16 dann später noch, um Mine und alles zu bauen. Ich muss ja eigentlich nur eine Eisenerzmine erstmal hinkriegen. Und dann muss ich versuchen, eine tiefe Eisenerzmine zu kriegen und dann müsste ich auch ein Schneider sein. Ich glaube aber, die ist ja Eisenerz ist ja endlos. Wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt versaut habe, nur weil ich meinen klassischen schnellen Aufbau immer will. Das ist teuer. Das auch. Oh, das war es eigentlich schon so ziemlich. Wenn wir jetzt nicht gleich die Eisenschmelze kriegen, dann könnte das ein bisschen haarig werden. Für meinen Fall, Nahrung steigt nicht, wohlgemerkt. Na komm, baut euch aus. Schneller, wenn es geht. Hier muss ich ja wirklich nur Eisenschmelze und Werkzeugschmiede hinkriegen. Drüben müsste eigentlich genug Werkzeug sein, um den Rest zu schaffen. Ich glaube, ich brauche so um die 100 Siedler. Das könnte man noch schaffen, es könnte aber knapp werden.
Also, die eine Fischhütte scheint es noch zu schaffen. Im Zweifelsfall, ich glaube, ich baue dann lieber eine Jagdhütte als... Weil die kostet nämlich eine Tonne weniger. Hier irgendwo hin. Hauptsache, ich habe die Nahrung dann im Griff. Oh, kommt schon. Wer erinnert sich noch an Feuerland, wo ich es mit Anfangswerkzeug schaffen wollte, Werkzeug zu produzieren? Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Das könnte jetzt ausschlaggebend sein, aber es ist es noch nicht. Eure Stadt wächst und gedeiht. Im Zweifelsfall, ich habe tatsächlich hier noch 2 Tonnen Notwerkzeug, sag man's mal so. Ach, kommt. Ich brauche mich bloß mal bescheuert verklicken und schon sind die ganzen Werkzeuge weg. Also ohne die freien Händler wird es schon schwerer. Ich muss auch aufpassen, es könnte auch jederzeit ein Feuer ausbrechen. Da muss ich halt notfalls dann eine schnelle Feuerwehr bauen. Aber im Zweifelsfall würde ich tatsächlich darauf verzichten, wenn es nicht notwendig ist. Ist halt auch wieder Werkzeug, was verloren geht. Dann reiße ich lieber später ein paar Siedlerhäuser ab. Hauptsache, ich komme an Werkzeug. Na, schaut euch die Grinsebacke an. Mann, ich wüsste echt immer gern, wie lange das dauert. Ich glaube, das hätte ich nicht gebraucht, das hätte ich nicht gebraucht. Nahrung sinkt schon. Ach komm, macht hinne. Ich glaube, ich brauche 4 oder 5 Tonnen allein für die Errichtung von den Dingern. Das wäre aber echt bescheuert, wenn das so mega knapp bemessen ist. Vielleicht brauche ich auch 100. 100 ist eine gute Zahl. Ich habe mich früher immer noch schwerer getan, diese ganzen... das mit den Siedlern hinzukriegen. Das dauert echt lange, oder? Ah, schön, wir haben die Wassermühle und Getreide, aber das ist nicht das, was ich suche. Ich will Werkzeuge herstellen können. Komm, ihr seid 78 Leute, ihr müsst auch schlau genug sein. In Kalschos brauchte ich weniger, um Werkzeug herzustellen. Da muss ich es ja finden. Es sind dann bloß noch 2 Häuser. Es könnte echt schief gehen. Halt, Moment. Ich kann das noch ausweiten. So, dann können die nämlich auch mit wachsen. Ach, kommt schon, wachst endlich. Die Bilanz ist mir sowas von egal gerade. Ich will einfach nur die Technologie haben. Hier sind auch wieder 2 Tonnen, die ich hätte sparen können. 4 Tonnen, die ich... 6 Tonnen, die ich hätte einsparen können, problemlos. Ach kommt, die machen es mir aber auch echt schwer. Von mir aus könnt ihr, danach könnt ihr von mir aus alle verhungern. So grausam es auch ist, aber ich reiß das hier mal ab. Sind zwar nicht viele, aber es sind Leute. Es wird sehr, sehr knapp.
Ich krieg's vor allem auch nicht. Anders geht's leider nicht. Dann sind die bald alle tot. Auf jeden Fall habe ich so die Nahrungsversorgung gerettet. Euer Volk braucht eine Schule. Habe ich jetzt. Ja, toll, jetzt habe ich die Werkzeugschmiede. Die bringt mir aber noch nichts. Die kostet allein schon 3 Tonnen und die haben wir nicht mehr. Angenommen, ich hätte jetzt wirklich noch 10 Tonnen eingespart, indem ich 2, 4, 6 und das Ding nicht gebaut hätte, wenn ich 10 Tonnen mehr hätte. Ist das wirklich so knapp bemessen hier? Oder muss ich auch noch auf der Insel anfangen, damit ich eine Chance habe? Wir machen es mal so, ich fange nochmal von vorne an. Unter welcher Flagge wollt ihr segeln? Und fang mal direkt hier an. Spart mir noch mehr. Dann weiß ich muss jetzt wirklich ganz aufpassen, dass ich ja... Wie viel habe ich eigentlich? 90? Interessant. Interessante Anzahl an Werkzeug. Also sagt nicht, dass ihr das genau so abgepasst habt, dass es gerade so reicht. Dann darf ich auch maximal nur ein... Dingens bauen. Ein Marktplatz. Ich brauche einen. Einen braucht man auf jeden Fall. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Von mir aus. Ich hätte es in der anderen Mission einfach nicht mehr geschafft. So sieht's aus. So, dann können wir erstmal warten. Jetzt können wir alles hier erkunden. Es gibt ja nur an einer Stelle. Ich glaube, man muss wirklich auf dieser Insel hier anfangen. Jetzt machen wir nichts anderes. Wir sammeln erstmal ein bisschen Nahrung gleich am Anfang. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Denn dann brauche ich, umso länger kann ich es dann aushalten mit dem, was ich noch habe. Am besten ich breite mich hier hinter aus. Aber ich hätte in der letzten Mission, das hätte einfach nicht mehr geklappt. Ei, ei, Captain! Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Sorry, ich musste mal in meinen anderen Rechner schauen, da läuft nämlich auch noch Zeug durch. Furchtbar, oder? Was für eine Arbeitseinstellung. Es ist eigentlich ein freier Tag und was mache ich? Mache jetzt schon die zweite Aufnahme, ärgere mich dann auch grün und blau. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Die Insel hier ist ja eigentlich wirklich perfekt zum Ausbauen. Was wächst eigentlich auf der hier? Nix, aber muss ja auch nicht. So, also einen Marktplatz brauche ich auf jeden Fall. Unabhängig davon. Denn ich brauche das, damit meine Leute versorgt sind. Und einen Marktplatz bauen die sich nämlich auch nicht über Pionier aus. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Ah, hier wachsen. Oh, ich merke gerade. Überall wächst etwas. Und ich brauche auf jeder Insel. Ja, ich brauche 3 Inseln mit jeweils den Aristokraten. Besser, ich mag es nicht, wenn das sinnlos zugeklumpt ist.
glaube, das muss man wirklich clever abpassen hier. So, fangen wir doch schon mal an. Können wir schon mal damit anfangen. Nehmen wir mal hier ein bisschen Platz. Ich hab's gerade gesehen, ich hatte eigentlich das Holz, aber ich konnte es gerade nicht bauen. So, Nahrung wird noch eine Zeit lang steigen. Okay. Ich glaube, ich baue dann am besten die Kapelle ja in die Mitte rein. Entwickeln muss er einfach mal Stück für Stück. Ich habe auf jeden Fall so wieder ein bisschen Werkzeug gespart. Nicht viel, aber ich habe es gespart. Hier kann ich dann... Ich mache so, dass ich mir wahrscheinlich erstmal einen Steinbruch dran haue und dann später eine Mine, wenn ich genug Stein habe. Es ist schon echt lästig, wenn ich jetzt darauf warten muss, dass der hier mir langsam genug Holz bringt, wenn ich ehrlich bin. Anders kann ich nicht ausdrücken. Ausdrücken wie ein Pickel ausdrücken. Das Schöne ist, wir kriegen jetzt langsam genug Geld. 22. So, perfekt. Das ist ungefähr das, was ich dann später noch brauche, um mich weiterzuentwickeln. Wir haben noch 40. Wir haben noch 40 Tonnen Werkzeug. Das muss doch eigentlich reichen. Oh, 4. 5 Häuser. Das muss doch... Wieso hat das nicht gereicht? Ich muss ja nur dafür sorgen, dass wir genug Stein haben. Hör mal auf. Oh, einen Steinbruch kann ich hier dran bauen. Dann brauche ich dann nichts abreißen. Warum braucht dieser Steinbruch eigentlich Stein? Ich verstehe es gar nicht so genau. Der Steinmetz verstehe ich, der braucht ja ein Haus. Aber der Steinbruch eigentlich bräuchte ja... Ich lasse mal ein bisschen Platz lieber. Merkt ihr was? Jetzt, wo ich mal nicht ständig von Händlern Sachen kaufe, habe ich auch genug Geld. Da liegt es an anderen Sachen. Und wir haben eine positive Bilanz. Wenn jetzt hier ein Feuer ausbricht, habe ich voll die Arschkarte. Ich hätte mir natürlich auch Werkzeug ersheaten können, aber das will ich ja nicht. Man will ja die Mission so schaffen, wie sie sind. Mit Cheats kann ja jeder. Das macht ja dann auch keinen Spaß mehr. Ah, deshalb ist wahrscheinlich so viel Werkzeug weggegangen. Da ist unglaublich viel Frist, diese Industriegebäude. War mir so nicht bewusst. Nahrung steigt noch, das ist gut. Ich glaube, ich mache mal kurz Bauverbot. Ich habe wirklich Angst, dass ein Feuer ausbricht. Dann reiße ich es ab. Ist immer noch billiger als... es abzureißen ist irgendwie immer noch werkzeugsparender, als wenn ich ein Feuerwehrhaus baue. Wenn ich ganz ehrlich bin. Mann, das verzögert die Mission ungemein, wenn ich ehrlich bin. Gerade.
gerade die Tatsache, dass man halt möglichst auf sein Werkzeug achten muss. Wir haben jetzt gerade mal die Hälfte von dem, was wir wahrscheinlich wieder brauchen. Es reicht nicht mal ansatzweise. Ich überlege nur gerade. Euer Volk wünscht ein Wirtshaus. Was ich dann am klügsten mache später. Ich vermute mal, ich brauche noch mindestens einen Jägerstand. In der Nähe von den Bäumen erstmal. Ich weiß noch nicht, ob ich hier, wo genau. So, baut euch bitte aus. Ja, hier dann so, und dann ziehe ich den Wald einfach noch ein Stück hoch, damit sich die Tiere auch ein bisschen vermehren. Ach ja. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und der Anno 602-Spieler auch. Nein, von Rosenkohl gestern. Faszinierend auch, wenn alle Tiere ausgestorben sind, wenn ihr Wald wieder anpflanzt, kommen die Tiere wieder. Keine Ahnung, wo die herkommen. Wahrscheinlich irgendwelche entlaufenden. Ich weiß nicht mal genau, was das eigentlich sind. Die sehen aus wie. Sie haben Ähnlichkeit wie Gazellen. Bloß hüpfen sie nicht so. Es ist so faszinierend. Ich finde es auch blöd, dass man die Häuser nicht irgendwie überstopfen kann. Das wäre auch sehr lustig. In so ein Pionierhäuschen. Es ist sowieso. In diesen zwei Häuschen leben ein bis zwei Pioniere. In diesem Haus leben ein bis zwei Pioniere. In diesem Dreierhaus, was wir gerade gesehen haben, leben ein bis zwei Pioniere. Obwohl, das eine könnte auch ein Schuppen sein. Kann man ja nicht abschätzen. Von hier oben sieht das alles so. Weiß auch nicht aus. Und habt ihr Spaß? Ja, und wie? Der Anfang ist sehr, sehr, sehr schlimm. Ich glaube aber, wenn wir dann die Werkzeugproduktion haben, wird's besser. Weil dann kann ich mich nach Lust und Laune auch hier frei bewegen auf der Karte. Da muss ich nur noch so lange aushalten, bis wir die tiefe Erzmine haben. Ich glaube nämlich, die normale Eisenerzmine wird nicht lange Eisen liefern. Da muss ich aufpassen, dass ich das nicht überstrapaziere. Und die Nahrung sinkt. Eure Stadt wächst und gedeiht. Langsam aber sicher wächst sie ja wirklich. So, jetzt hier noch ein bisschen Nahrungsproduktion und noch eine Feuerwehr und das ist ein reines selbstversorgendes Gebiet. So kann man eigentlich auch, wenn man Werkzeug hat, vorsorgen. Man holt sich ein paar Städte, macht die auf Siedlerstatus. Die brauchen ja noch nicht viel, braucht ja eigentlich nur dafür sorgen, dass sie Nahrung und Stoffe haben. Vielleicht noch ein bisschen Alkohol, damit ihr die Steuer noch höher treiben könnt. Aber ansonsten, mehr braucht's nicht. Wenn ihr da ein paar Städte von habt, dann habt ihr, glaube ich, für den Anfang auch ziemlich gut vorgesorgt. Dann kriegt ihr nämlich auch ordentlich Geld.